Zugegeben, die Fußball-WM in Katar in diesem Jahr löst selbst bei einem eingefleischten Fan wie mir wenig Vorfreude aus. Dafür dürfen wir umso mehr der Europameisterschaft in 2 Jahren entgegenfiebern. Die findet in Deutschland statt und dann wird auch der Deutsche Bankpark hier in Frankfurt einer der Spielorte sein. Die Planungen dafür haben jetzt begonnen. Aktuell ist eine 30-köpfige Delegation der UEFA in Frankfurt und schaut sich die Stadt ganz genau an. Es soll ein neues Sommermärchen werden, ein großes Fußballfest im Herzen von Europa und das nach der Pandemie, hofft die Stadt. Die Vorfreude ist enorm. Ich glaube, der Fokus, den müssen wir auf die Gemeinschaft und auch auf die Nachhaltigkeit legen, dass wir wieder enger zusammenrücken, dass der Fußball ein Stück weit in die Mitte der Gesellschaft rückt und wieder nahbarer wird, dass er das Zentrale ist, wo die Menschen zusammenkommen, gemeinsam feiern, egal woher sie kommen. Und das wünsche ich mir. Darauf arbeiten wir hin. Wir wollen ganz, ganz viele Initiativen ins Leben rufen, die eben auch über 2024 hinauswirken und eben genau das tun, die Gemeinschaft zu stärken. Und dementsprechend hoffe ich dann auch auf gutes Wetter und gute Spiele. Und dann kann es was geben. Die Stadt will die Frankfurter jetzt auch schon ein wenig einstimmen auf das Turnier. Seit heute fährt die Euro 2024 Straßenbahn durch die City und das bunt bemalt, das passende Motto darauf: Torfreude.